Hey Internet, Alex hier. Sehr cool, dass du da bist. Und ich möchte dir heute ein interessantes Konzept vermitteln. Und zwar, dass eigentlich nicht du in der Welt interagierst, sondern das Selbstbild, was du von dir hast. Das heißt, im Prinzip agierst nicht du, sondern komplett dein Selbstbild in der Welt. Und das lässt sich in vielen Situationen sehr einfach sehen. Denn je nachdem, was für ein Selbstbild du hast, wie du dich selber siehst, wirst du in manchen Situationen ganz anders reagieren. Simpelste Beispiel ist eigentlich Leute, die sich sehr introvertiert sehen versus Leute, die sich sehr extrovertiert sehen. Auf einer Party wird vielleicht derjenige, der ein Bild von sich hat, ich bin schüchtern, ich bin der Introvertierte, ganz anders verhalten als derjenige, der sagt, hey, ja, ich bin offen, ich will neue Leute kennenlernen, ich bin jemand, der auf neue Leute zugeht, bin extrovertiert. Das heißt, allein da siehst du schon, das Selbstbild wird bestimmen, wie sich die Leute verhalten. Der Introvertierte wird sich wahrscheinlich zurückziehen, der Extrovertierte wird sofort auf Leute zugehen. Anderes Beispiel. Nehmen wir an, du hast ein Selbstbild, dass du von dir selber sagst, hey, ich bin jemand, der voll auf seine Gesundheit achtet, ich bin voll der Fitness-Freak. Dann wird es wahrscheinlich sehr viel leichter fallen, regelmäßig Sport zu treiben, regelmäßig dich gesund zu ernähren. Super, danke dir. Regelmäßig Sport zu treiben, sich regelmäßig gesund zu ernähren, versus jemand, der sagt, ach, ich bin so einer gar nicht, ich lebe schnell, ich sterbe jung. Wenn das dein Selbstbild ist, wirst du natürlich anders handeln. Ein anderes interessantes Beispiel ist, Ob du dich als jemanden siehst, der ein Helfer ist, der sehr gerne hilft, versus jemand, der sehr, sehr egoistisch angetrieben wird. Wenn du zum Beispiel einen Freund hast oder einen Bekannten und derjenige braucht deine Hilfe, als jemand, der sehr altruistisch orientiert ist, sehr helferorientiert, wirst du wahrscheinlich sofort sagen, okay, klar, helfe ich dir. Gerne, das ist mein Selbstbild, ich helfe Leuten. Awesome. Wenn dein Selbstbild eher ist egoistisch, dann wird deine erste Frage wahrscheinlich sein, ich muss da jetzt Zeit und Ressourcen investieren, was springt denn für mich dabei raus? Das heißt, du wirst auch da komplett anders interagieren. Also, was ich im Prinzip von dir möchte, ist Nummer eins, dass du deinen Fokus shiftest auf dein Selbstbild. Denn dein Selbstbild wird entscheiden, wie du dich in verschiedenen Situationen verhältst. Und das Tolle ist, wir können, das ist Nummer zwei, unser Selbstbild ändern. Das heißt, man kann es gern so sehen wie ein Kostüm, was wir anziehen. Wir können dieses Kostüm ständig wechseln. Wir haben das eine Selbstbild, aber wir können auch sagen, oh, das Selbstbild will ich nicht mehr haben. Du ziehst es ab und nimmst ein neues. Im Prinzip wie Kleidung. Du sagst, hey, ich möchte heute das Selbstbild haben, oder ich möchte eher in die Richtung von dem Selbstbild gehen. AKA, ich möchte eher diesen Style haben. Alright, den kannst du ändern. Nicht von heute auf morgen, nicht so, es wird ein wenig dauern. Aber das ist im Prinzip der Prozess. Du entscheidest dich, was für ein Selbstbild möchte ich haben. Nummer eins, du schreibst es ganz klar auf. Und Nummer zwei, du passt deine Handlung Schritt für Schritt diesem Selbstbild an. Schon mal vorweg, das wird nicht einfach sein. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, hey, ich werde jetzt extrovertiert und bist auf einmal der Ultra-Party-King. Vielleicht, who knows, vielleicht klappt es bei dir. Ich habe schon andere Veränderungen gesehen. Was allerdings wichtig ist, dass du deine Handlung langsam in die Richtung anpasst und gegen diesen inneren Widerstand gehst. Du hast am Anfang dieses Selbstbild und dein Ego will auch daran festhalten, dass du dieses Selbstbild weiter behältst. Ich will weiter introvertiert bleiben oder ich will weiter der und der bleiben. Jetzt gehst du allerdings mit deinen Handlungen in eine andere Richtung und das wird ein wenig ungewohnt. Denn im Prinzip, was du machst, ist, du zerstörst dein eigenes Selbstbild, um ein anderes wieder aufzubauen. Das heißt, das wird ein wenig schwer, vielleicht sogar unangenehm. Bestes Beispiel ist, vom Introvertierten zum Extrovertierten zu werden. Von jemandem, der sich auf Partys nicht traut, mit Leuten zu reden, hin zu dem Kerl, der mit jedem reden kann. Das wird nicht von heute auf morgen einfach so passieren. Offensichtlich. Der erste Schritt ist, dieses introvertierte Selbstbild Stück für Stück zu zerstören oder dieses Selbstbild abzulegen und mit dem anderen Stück für Stück neu aufzubauen und somit zu verändern, zu verbessern, hoffentlich verbessern. Ich hoffe nicht, dass du ein schlechteres Selbstbild haben möchtest in Zukunft. Ja, bei mir ist das zum Beispiel eine Sache, bei mir war es mit introvertiert und extrovertiert auch im Prinzip genau das. Ich hatte früher das Selbstbild, ich gehe nicht unbedingt auf neue Leute zu und habe mich irgendwann entschieden, das möchte ich nicht mehr sein, ich möchte ein anderes Selbstbild haben und dann auch Schritt für Schritt in die Richtung entwickelt. War natürlich kein leichter Prozess, geht auch nicht von heute auf morgen. Genauso wie ich früher ein Selbstbild hatte, ich bin noch niemand, der liest. Lesen ist voll langweilig. Heute ist ein Selbstbild, ich habe heute noch keine Stunde gelesen, ich muss dringend lesen. Komplett anderes Selbstbild, komplett andere Handlungen. Sind aber alles Sachen, die man über die Zeit macht. Okay? Dann würde ich mich interessieren, was für ein Selbstbild willst du haben und in welchen Situationen bist du mit deinem Selbstbild noch nicht zufrieden? Denn denk dran, deine Handlungen sind nichts anderes als eine Reflexion von deinem Selbstbild. Das heißt, wie du in bestimmten Situationen reagierst, kann eigentlich rückschließen auf dein Selbstbild. Würde mich interessieren, schreib mir das in die Kommentare
Und ja, wenn du mehr sehen willst, unten ist ein Link zum letzten Video, genauso wie zum gratis Online-Coaching, wo du dich umsonst anmelden kannst. Du bekommst von mir exklusive E-Mails mit exklusiven Videos und spezifischen Lektionen, denen du folgen kannst. Und das Ganze lade ich nicht auf YouTube hoch, von daher, das kriegst du nur exklusiv da. Und es ist kostenlos, von daher, melde dich an. Also, ist ziemlich awesome. Das Feedback, was ich bisher bekommen habe, ist echt cool. Ja. Das war's soweit. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im gratis E-Mail-Coaching. Ciao.